Hallo und willkommen zu Heroes of the Storm. Of the Storm? Of the Storm. Und zum Leveln von, ja, Rega. Da sind wir fast auf Level 5 und ja, schauen wir mal, wie schnell wir das denn erledigt kriegen. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug, ja. So. Ja, in diesem Spiel werden wir wahrscheinlich auch auf Damage Dealer gehen, da Lili Heiler ist und Tyrande auch. Gut, die können zwar auch einen Damage-Spec machen, aber die heilen eigentlich auch schon relativ geil. Und ja, da gehen wir dann auch mal mehr auf Pew-Pew. Wobei ich festgestellt habe, auch in den letzten, im letzten Spiel, dass ich so mit dem Damage-Spec schlechter klarkomme als mit dem Heal-Spec von ihm. Juhu. Bereitet euch auf die Schlacht vor, Sterbliche. Ich hoffe, ihr seid hierfür bereit. Nope. Die Geister werden uns zum Sieg leiten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Who knows? Who knows? Der Kampf beginnt in 10 Sekunden. Oh Gott, meine Hände haben wir. 5, Oh. 4, 3, 2, 1. Zeigt ihnen, dass sie hier nur der Tod erwartet. Ich finde es ja eher cool, wenn sich die Heiler ein bisschen aufgeteilt hätten, aber na, wegen mir. Ich habe nichts gegen zwei Heiler. Karasim und Tychos. Boah. Hallo? Ah. Scheiß Raketentürme. Warte, ich werde den hier mal fix regen. Warte mal, wenn wir hier rumgehen. Shit. Asmodan hat mich gepwnt. Go, Rexa, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir! Und zurück auf Karasim. Ah, gut, so. Jetzt können wir hier ein bisschen. Ach, Scheiße, jetzt habe ich doch hier genommen. Zurück, 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 raus, raus, raus! Boah! Was läuft die denn weg?
Kommen noch 6 Stück, 6 Gegner kaputt machen und dann kriegen wir den Mob. Oh, alter Schwede, so ein knappes Ding habe ich noch nie gehabt. Jedenfalls nicht gegen Bots. Karasim, go, go, go. Yeah! Oh, was ist hier los? Den hier, den habe ich noch nicht ausprobiert, das Talent. So, Karasim kriegen wir auch. Bam! Alter, und da ist noch einer, Tychus. Go, 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 go. Auf nach Tychus. Bam! Ja, einer hat jetzt noch gefehlt. Keine Ahnung, wo der rumgekrochen ist. Wieder ein Schild. Ah, zum Modern wieder, Alter. Raus, raus. Boah, als einziger dreimal gestorben. Fuck. Aber das meiste Heal. Traurig. Traurig. Also ich werde jetzt mal hier versuchen, ein paar Söldner zu pushen. Vor allem hier unten haben wir noch keinen Turm kaputt gekriegt, also. Ja, dann gehen wir erstmal da hoch. Ja, ich würde auch mit so gut wie keinem Leben angreifen. Jesus. Leute gibt's. Ja, das sollte super klappen. Super Kampfrausch, würde ich sagen. Der hat gerade geregelt. War kräftig. Acht Stück noch. Alter Schwede, total weggeäumelt. Unser mörserischer Bestrafer wird die hohen Himmel in den Abgrund reißen. Jo. Entfernt, ey. Oh. Alter Schwede.
Alter, was ist denn hier los? Ich glaube auch, ja. Aber jetzt wird er gleich sterben. Weil er da reinspringen wird wie ein Bescheuerter, ja. Denn da? Lauf weg, Junge! Ah, nicht mehr gekriegt. Ach, shit, das... Ich hätte mich zurückziehen sollen. Fuck. Fuck! Ja, das... Da haben wir jetzt ganz schön nachgelassen, das hätte nicht sein müssen. Okay, Sylvie holt sich hier den. Ich würde mal gucken, ob ich hier oben was gerissen kriege. So, dann haben wir jetzt eigentlich... Oh ne, die Mittellein darf filmen. Ach gut, da macht die Tyrande hier schon. Gut aufräumen. Mal kurz hier verteidigen. Naja, das habt ihr doch hier gut aufgeräumt, okay. Dann sammelt sich Energie ab. Macht sie uns zunutze. Yeah, yeah, yeah. We will, we will. Oh, Tyranne, du bist ganz schön angebumst. Puh, aber das kriegen wir ja gleich geheilt. Abu Dabu. Dabu Dabu Dabu. Oh, wie die wieder abgehen, Wahnsinn. Bam! Oh, da waren noch zwei Festungen am Leben, ey. Wahnsinn. Das war ein super Spiel. Wir hatten auch wirklich ein paar tolle Kills mit dabei, also. Oder Killreihen. Wahnsinn. Vorn ziehen. Schauen wir mal. Und.
90.000, jetzt 120.000, jetzt wäre ein langes Spiel nicht schlecht. Dann hätten wir nämlich unser Level Up. Sorry für den Huster. Lass uns mal fix nochmal in die Statistiken reingucken. 33 Kills. Oh, alle bis auf Lili haben 33 Kills. Ja, und ich habe 4 Tote. Naja, aber auch nicht schlecht geheilt, ne? Obwohl ich eigentlich gar nicht auf Heilung gehen wollte. Oh, als am wenigsten mit EP beigetragen. Ist ja schlecht. Okay, dann mal rein da. Bis zum letzten Atemzug. So mit O. Oh, Spinnenkönigin. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, da muss man Juwelen einsammeln, um hier so eine dicken Spinnenmobs zu beschwören, die dann da in jede Lane langlaufen und ein bisschen rumboxen. Da ich hier nicht so wirklich die Söldner-Camps mache, werde ich hier mal wieder auf Heilung gehen. Gute Einstellung. Obwohl, wir hätten eigentlich auch mal das Totem ausprobieren können. Die Schlacht beginnt in Chili Willi? Dabu. Abu Dabu. Dabu Dabu. Tötet! Ah, da unten ist besser. Hier unten ist besser. Da ist ja der Dings nicht im Weg. Lili und Atrudes, okay. Nein, 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 geh. Das war knapp. Geh jetzt bloß und heil dich, Junge. Eieieiei. Was? Wir haben auch einen verloren? Ach, Murky. Oh, wir haben Murky auf unserer Seite. Ja, doch, Sonja. Machen wir. Ich werde dann mal hier Murky mal helfen. Dem kleinen Muri. Da bleibt ja nicht meine Narbe.
wieder out of mana. Ja, yeah, haben wir noch gekriegt. Wunderschön. So, wir werden jetzt wieder nach oben gehen. What? Was macht er denn da? Okay. bei den Gegnern das Ei gelegt. Okay. Ah, genau, reingelaufen. Fuck. Tychos, nein! Was macht der Murky da? Alter Schwede. Nein, Sylvie! Was machst du? Sonja, die macht so viel Schaden, ey. Also, total über. Oh, der Murloc Special. Total lustig. So, und jetzt kriegen wir unsere Spinnen-Ads. Wie ihr da sehen könnt. Die kommen jetzt hier oben lang geflattert und dann. Oder lang gekrabbelt. Und kommen dann hier irgendwo runter. Da kommt sie. Spinne. Halt, 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 die Dings einsammeln. Okay. Yep, das war wieder ein guter, getimter Bloodlust.
ist denn hier los? Was, das Tor wollte ich kaputt machen? Okay. Bitch, bitch. Alter, er riskiert das aber auch ganz schön. Obwohl, wie der sich voll reckt, ey. Wie er sich voll gereckt hat, ey. Fiau. Das erinnert mich fast an Tychus, wenn du da den Heals back nimmst. Kriegst du auch ewig viel. Also, du kannst Heal kriegst, wenn du diese Kugeln hier einsammelst. Dann kriegst du einen Bonus auf Lebensregeneration und er kann Vampir bis skillen. Das heißt, immer wenn er automatischen Schaden macht, heilt er sich. Und je höher denn am Anfang das erste Talent schon gesteckt ist durch die Teile, regeneriert er sich extrem hoch und schnell vor allem mit automatischen Angriffen. Wie viel haben wir? Wir haben eigentlich genug, um wieder... Ui. Oh, ist jetzt aus... Hat keine Munition mehr, sehr gut. Pick. Jo. Puh, ja, jetzt könnten wir eigentlich den letzten Push machen. Aber Sonja will jetzt abgeben, machen wir das auch mal. Obwohl das 30, ja, reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz. Aber jetzt können wir, denke ich mal, den letzten Push machen. Oh. Bevor die jetzt überhaupt da sind, sind wir damit fertig. Leel. Sind sie gerade hier erst angekommen, die Ads da an der Seite. Boah, wow, das war ja doch mal ein ziemlich eindeutiger Sieg. Hatte ich hier auch noch nicht. Ich hatte hier meistens immer ein größeres Hin und Her, dass zumindest beide Seiten jeweils einmal ihre Spinnen beschwören, aber das hatten wir in diesem Fall ja nicht. Und wir brauchen noch ein Spiel. Mensch. Rega. Okay, dann mal los. Machen wir mal das letzte Spiel. Und dann haben wir Rega auch auf Level 5. Ja, und dann weiß ich gar nicht, welchen Helden ich mir als nächstes hole. Da ich auch schon viele Helden, die ich noch nicht habe, auch schon auf Level 5 habe, ist da eigentlich gar nicht mehr so viel über. Müssen wir am besten gleich noch mal in die Dings schauen. In die Heldenübersicht. Also nach dem Spiel. Oh, Schlachtfeld der Ewigkeit. Eins aus Diablo 3. Aus dem Gammelakt. Oh. Yeah. Ich denke mal, ich werde wieder auf Heals becken. Das ist eigentlich am sichersten. Also muss ich sagen, komme ich doch eindeutig besser mit Rhaegar klar.
Ah, ja, noch Kunst. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. Hä? Da steht doch, es verringert die Mana-Kosten auf 45, aber es steht immer noch 70 da oben. Okay. 2, 1, verstanden. Wohl an, Streiter der Gerechtigkeit. In den Kampf. In den Kampf. Und wieder die lilane Tyrande. Nam 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 nam. Delish. Wieder mit den beiden Heilern. Geil. Oh, gegen Arthas. Oh, ich werd geblockt. Das ist klasse. Das war ja gerade ziemlich derbe ins Auge gehen können. Jesus. Aua. Nicht die richtigen Damage, die da oben in der Gruppe. Nee, dich selbst nicht. Oh, fuck. Oh, irgendwas stimmt da mit den Grafikeffekten nicht. Wow, 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 wow. Raus, 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 raus. Oh. Also die Grafikeffekte da, die stimmen überhaupt nicht. Also, ist nicht in Ordnung, sagen wir es mal so. Oh, raus! Okay, ja, das ist ja dann doch relativ eindeutig. Tja, dann fliegst du zurück, Mana tanken und unser Typ kommt da oben hin. Wenn wir dann da mal auch gleich hinlaufen. Mal gucken, ob die zurücklaufen, ob die Akku von ihm kriegen. Jo, ziehen ihn, sehr schön. Alter, aber wie die uns ausblocken, ey, und weghauen, Wahnsinn. Nein! Sonja, was machst du? Shit. Ja, das war ja total. Ich habe mir nichts geschafft hier. Na gut, weil die auch hier unten zwei rumgeeiert haben. Man hätte immer direkt mit dem mitpushen sollen. Naja, dann drücken wir halt da unten durch. Irgendwo fehlt doch die eine. Achso, ja. Alles klar.
raus da, raus da, raus da, raus da. Raus, oh, er läuft doch genau rein. Oh, zurück, 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 raus, 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 raus. Oh! Alter Schwede. Raus, genug. Lasst uns diese Fehde an einem geeigneteren Ort austragen. Oh. Aus. Rein. Ja, ein klarer Sieg. Das Böse kann sich meinem Blick nicht entziehen. Ja, dann hoffen wir mal, dass du diesmal länger überlebst als beim letzten Mal. Oh, raus da, raus da. Nein, Sonja! Das hätte nicht sein müssen. Ja, nein. Das Mount, was er da übrigens hat, die Münze, kostet glaube ich 20 oder 25.000 Gold. Wahrscheinlich kann man die auch für Geld kaufen, aber boah. Das ist schon ganz schön übel. Ist schon ganz schön übel. Da würde ich mir lieber zwei Helden verkaufen, aber wenn man schon alle hat, gut, kann sein, dass er alle Helden hat. Kann man das vielleicht verstehen? Dann kann ich das vielleicht verstehen. So. Yes.
wollen wir jetzt ordentlich drücken. Unter 11 wird das, glaube ich, nichts mehr, aber sollte dann nicht mehr allzu lange dauern. Oh, that damage. That damage. Boah, einen haben wir bloß erwischt, schade. Naja, raus, raus, raus. Ah, jetzt bin ich schon auf die Idee gegangen. Oh, shit. Naja, wurscht. So, das sollte jetzt aber hoffentlich der letzte Push sein. Schade, ich hätte gedacht, wir kommen so bei 12 Minuten hin, aber... Oh, nicht genau reinlaufen, nicht genau reinlaufen. Logriga, ja. Alles wegmachen, was unsere Leute auffällt. Bam! Boah, hat sogar fast 14 Minuten gedauert. Schissen. Jupp, 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 Hammer. War ein bisschen slow. Ich hätte eigentlich gedacht, wir wären damit schneller fertig, aber hat nicht sollen sein. Aber wir kriegen jetzt hier unser Level 5. Aber auch wieder 86.000, also nicht so sonderlich prall. Wir sind wieder bei 2.000 Gold. Ich glaube, der günstigste Held im Shop ist jetzt noch bei 4.000, ne? Da füllen wir eigentlich auch noch ein paar. Absteigend? Ach Quatsch, ich hätte ja aufsteigend machen können. Ah, wurscht. So, oh, hier sind doch noch 5 für 4.000. Ja, das sind jetzt noch alle, die 4.000 kosten. Das sind alles Helden, die ich nicht mag. Also werde ich, denke ich mal, davon
da nicht drauf hinsparen. Ihn habe ich auch schon auf Level 5. Also, So, und von denen hier, abgesehen von Sylvanas, ist ja eigentlich auch keiner bei, den ich unbedingt haben möchte. Wobei ich Sergeant Hammer kaufen müsste, weil sie eine Spezialistin ist. Und von Spezialisten habe ich ganz wenige, weil man die auch für einige Dailies braucht. Aber ich denke mal, ich werde mal auf Sylvanas sparen. Weil die ist einfach nur cool. Ich bin am Anfang, wo sie frisch rausgekommen ist, überhaupt nicht mit ihr klargekommen. Aber mittlerweile geht das eigentlich. So, und von denen, die hier sind, ja, China muss ich mir auf jeden Fall noch holen. Und Karazim ist eigentlich auch ziemlich geil. Also, mit dem bin ich auch relativ gut klargekommen. Aber man muss dazu auch sagen, das ist alles im PvE. Also gegen Bots, wie das gegen Spieler aussieht, ist immer noch was anderes. Okay, so, dann hatte ich ja noch gesagt, gucken wir nochmal fix rein, wie es bei unserem Held aussieht. Ja, Sergeant Hammer ist schon Level 6, obwohl ich sie nicht habe. Und Tyrael ist 5, Ceratul ist 5, Falstad 5, Kleiner 5, China 5, Zagara, Tassada, Arthas, Nasibu. Der war eigentlich auch nicht schlecht, weil er macht guten Giftschaden, also ist eigentlich nicht schlecht. Ja, Illidan, Murky. Ja, den haben wir ja jetzt bei den Gegnern, also bei den Bots und einmal bei den Spielern gesehen. Hat relativ viel wenig Leben und stirbt ziemlich schnell. Man kriegt dann aber auch bloß 0,25 Punkte für. Azmodan, ja, füllt man auch nicht mehr viel für ein Level. Das wäre vielleicht auch noch einen, den man holen könnte, weil das ist ein guter Belagerungsheld, also der gut auf Gebäudeschaden und so weiter geht. Ja, und der Rest. Ja, eigentlich bei Johanna, die will ich auf jeden Fall irgendwann mal ausprobieren. Mortalis ist ja dieser neue Heiler, der total übel ist. Da müssen sie auf jeden Fall noch dran rumschrauben. Ja, also sind sie jetzt, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Helden unter 5. Das heißt, 12 mal 500 kriege ich jetzt noch. Das sollte dann auch noch wieder reichen für den einen oder anderen Helden, ohne dass ich da jetzt extra Dailies farmen muss oder so. Weil Heroes of the Storm ist so bei mir immer eine Sache. Ich spiele das immer sporadisch, also nicht so wirklich regelmäßig. Oh, Tychus, den habe ich erst jetzt das Wochenende gelevelt auf 5. Und mit dem habe ich dann direkt schon die meisten Tode. Geil. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Den habe ich vielleicht 6 Spiele oder so. Na gut, 6 reicht ja nicht für Level 5, aber. Warte mal, da können wir ja mal kurz reingucken. Tychus. Wie wir oft mit dem gestorben sind. Nanu. Ich bin blind. Blindfisch. Oh, nee. Das ist Rainer, das ist der falsche StarCraft-Held. Ja, da ist Tychus. Wir sind. 8 Spiele haben wir mit dem gespielt. Also, ich habe. Ja, auch alle 8 Spiele gewonnen, aber gegen Bot ist das ja eigentlich nicht so das Ding. Die mittlere Stufe ist ja nicht so schwer. 117 Kills, aber dann 22 Tode. Pff, ist ganz schön schlecht. Ja, ja, dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!